Herr Präsident, meine Damen und Herren, was für ein geheucheltes Schauspiel, habe ich mir vorhin gedacht. Was für eine dreiste Täuschung der Bürger in Rotsch und Umgebung heute Mittag vor den Kameras durch Politiker der Altparteien bei der Übergabe des Gutachtens durch die Bürgerinitiative Pro Rotsch, den Ortsbürgermeister aus Rotsch und der Stadt Sandersdorf-Brehna. Und ich sage gleich auch zu Beginn meiner Rede, wer heute hier im Landtag nicht für die sofortige Stilllegung der Deponie DK2 in Rotsch stimmt, der handelt gegen die Vernunft, der handelt unverantwortlich und der muss sich dann auch fragen lassen, welche Interessen er hier im Landtag eigentlich vertritt. Und ich will das mal konkret auf den Punkt bringen. Der Alternativantrag von CDU, SPD und FDP ist angesichts der aktuellen Sachlage ein absoluter Skandal. Und er ist gegen die Interessen aller Bürger aus Sandersdorf-Brehna und auch von Bitterfeld-Wolfen gerichtet. Meine Damen und Herren, noch haben Sie Zeit, den Alternativantrag zurückzuziehen und heute hier für einen Einlagerungsstopp zu sorgen. Das sollten Sie sich genau überlegen. Das Deponiegelände in Rotsch hat uns schon vor einem Jahr im September hier beschäftigt. Ebenso Fragen zum Abfallwirtschaftsplan und zur Deponiekapazität in unserem Land haben uns beschäftigt. In den vorliegenden Anträgen zu Rotsch geht es allerdings nicht um Müllimporte und auch nicht um den Bedarf. Ich sage das an der Stelle auch nochmal Richtung CDU, weil Sie im Umweltausschuss die Selbstbefassungsanträge zum jetzt vorliegenden Gutachten verknüpft haben mit der Kapazität. Und was wollten Sie tun? Sie wollten die Befassung weit nach hinten schieben. Und daran sehen wir auch wieder, dass Sie nicht wollen, dass es zügige Lösungen für all die Probleme gibt und auch nicht für das Problem in Rotsch. Und damit ist klar, egal wer hier regiert, es wird gemauert. Und diese wichtigen Fragen werden bewusst nicht beantwortet. Ergebnis, unser Land wird immer mehr zum Müllimportland. Und genau das ist Ergebnis auch der Politik der CDU und der SPD in den letzten Jahrzehnten. In den letzten 5 Jahren kamen noch die Grünen dazu. Und damit ist auch klar, die Grünen waren 5 Jahre hier in der Regierung untätig und spielen sich jetzt wieder als Umweltschützer und Deponiegegner auf. Und dabei sind Sie die nächste Müllimportpartei hier in unserem Land, denn sie hatten eine Ministerin, die zuständig war, und sie sind untätig geblieben. Im Fall von Rotsch sagten Sie, Herr Aldag, gehe es erstmal darum, im Ausschuss damals Ruhe reinzukriegen. Sie waren Teil der Hinhaltungsmaschinerie. Und was ich damit sagen will, das erkläre ich Ihnen jetzt. Es geht konkret um den Sonderfall Deponie DK2 in Rotsch, um den Untergrund des gesamten Areals des ehemaligen Tagebaus Freiheit 3 und um die Tatsache, dass hier weitere 2 Deponien beantragt werden, die dann auf demselben Kippenboden stehen sollen. Es geht um die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Genehmigung. Dazu haben wir den Selbstbefassungsantrag eingebracht, um auch das Anliegen des Landrates, Klammer auf, CDU, Klammer zu, nach vorn zu treiben, wonach das Land über die beantragten Deponien DK0 und 1 entscheiden sollte. Der Kernpunkt, um den es heute hier aber geht, ist das neue brandaktuelle und neutrale Gutachten. Das hat auch die Vertreterin heute Morgen ausgeführt im Petitionsausschuss, wo es übergeben wurde. Dieses Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna wurde selbst finanziert, um alle wichtigen Fragen näher zu beleuchten, weil das Land sich bisher verweigert hat. Das ist nämlich die Wahrheit. Wir haben es im letzten Jahr hier im September beantragt, ein Gutachten zu den geologischen und hydrologischen Verhältnissen des Untergrundes. Wir forderten konkret eine gesamtheitliche, externe, neutrale Betrachtung des Kippenbodens, Herr Willingmann, und eben nicht von den Leuten, die vorher für Pappenburg den Antrag geschrieben haben oder da mitgearbeitet haben. Der Landtag stimmte dem Vorschlag nicht zu. Auch Sie stimmten nicht zu, Herr Aldag, das will ich gleich schon mal sagen. Und deshalb sollten Sie vielleicht in der Debatte gleich sitzen bleiben. Heraus kam eine Ausschussüberweisung. Immerhin gab es dann Fachgespräche und wieder wurde deutlich, dass selbst die Firma Pappenburg unterschiedliche Angaben zum Grundwasserstand gemacht hat. Doch das alles hat hier niemanden in diesem Hause gestört und gehandelt wurde auch nicht. Es wurden zumindest keine Konsequenzen gezogen. Und wie endete der Zauber dann? Man einigte sich auf eine sogenannte Mediation. Sinnloses Steuergeld wurde verbrannt. Auch die Linken unterstützten das übrigens. Der Vorschlag kam von der SPD. Und da fragt man sich, was bedeutet eigentlich Mediation? Eine Mediation ist eine konstruktive Beilegung eines Konfliktes. Allerdings geht es hier nicht um einen Konflikt, wo sich zwei streiten. Es geht hier um Fakten. Es geht um geologische Fakten, die fachmännisch bewertet werden müssen. Und da kann ich Ihnen dazu nur sagen, 2 mal 2 ist 4. Und 2 mal 2 bleibt auch 4. Und ich brauche keinen Gutachter und erst recht nicht noch ein Gutachten, der feststellt, warum 2 mal 2 nicht 5 sein kann. Und da kann man zwar lachen, aber das Problem ist, wir haben jetzt ein Gutachten,
was auch den Planfeststellungsbeschluss beleuchtet und eindeutig Fehler darlegt. Und jetzt ist doch die Frage, lügt der Gutachter, das müssen Sie jetzt sagen, oder lügt er nicht und dann müssen Sie die Stilllegung sofort veranlassen, Herr Willingmann. Soweit, so gut, Herr Reul. Das fordern wir heute hier. Und jetzt sind Sie am Ende Ihrer Redezeit angelangt. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Reul. Es gibt keine weiteren Fragen, so wie ich das hier gesehen habe.